Wir sind heute im Gymnasium in Vaduz, der letzte Schultag für die Schulabgänger. Herr Possner, wie wirkt das Ganze auf Sie? Irgendwie hat man ein gutes Gefühl, irgendwie ein unsicheres Gefühl. Man hofft, dass alles gut läuft und nichts passiert. Das, was ich bis jetzt gesehen habe, ist ganz in Ordnung, hält sich durchaus im Rahmen. Nun stürzen Sie sich ins Getümmel. Haben Sie eine Chance, hier reinzukommen? Ja klar, das ist kein Problem für uns Lehrer. Was ist euch heute wichtig? Spaß zu haben. Ganz klar, ja. Und ja, der Erstklässler, um mal zu sagen, wie sie es über die 6 Jahre machen sollten. Und ja, und ihnen zu sagen, haha, wir sind fertig, wir noch nicht. Wenn du zurückschaust auf deine Schulzeit, was waren die großen Highlights? Matura-Reise auf jeden Fall. Es ist letztes Jahr gewesen, sind wir auf Barcelona gegangen. Und ja, es ist super Sache gewesen. Es ist eigentlich noch lustig, weil es halt Mehl und Schlagramm und Wasser halt umspritzen. Und Anfang unserer Klasse habe ich gesehen, haben sie den ganzen Köbel Wasser angeleert. Und das habe ich noch lustig gefunden. Was passiert jetzt als nächstes? Jetzt schauen wir die Matura-Präsentationen von der jeweiligen Klassen an und ein paar sind halt ein bisschen besser, ein paar ein bisschen weniger gut, aber hoffen wir, es wird lustig. Herr Possner, wie haben Ihnen so die heutigen Feierlichkeiten gefallen? Das ist ganz harmlos abgelaufen und ich denke, die Schüler hatten ihren Spaß. Und was vor allem schön ist, sie beginnen jetzt schon selbst aufzuräumen. Ja, und wie man sieht, ist einiges los. Sind die Schüler der Klasse 7NA, das ist ein naturwissenschaftliches Profil, und in dieser PowerPoint haben sie jetzt Filmsequenzen eingespielt, die ihre Vorlieben zeigen zum naturwissenschaftlichen Profil.